Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu Let's Play Scribblenauts Unlimited. Yeah. Und ihr seht, ich habe meinen Avatar gemacht, der ist so fail geworden. Guck mal, wie das Kleid in meinen Mund schwabbelt. Nom nom nom, ich esse mein eigenes Kleid. Ja, ich weiß, das ist sehr logisch. Ich will mit jemandem reden. Heiliger Geist. Das war jetzt eigentlich nicht gedacht, aber pff. Yeah, ein Kollege von mir. Okay, das hat irgendwie nicht so funktioniert, egal. Und ich habe mir übrigens einen Heiligenschein gemacht, weil das so sehr zu mir passt. Der wird voll aggro. Okay, wie wär's denn mit einem Priester? Kleiner, süßer Priester. Yay. Medizinmann? Okay. Oh, guck mal, wie süß. Oh, der ist cool. Yo, Peace, Alter. Yo, Hippie-Style oder so. ja, was haben wir denn hier noch so Schönes zu machen? Da können wir hin zu dem Football Man. Hi. Gib jedem Gefangenen etwas, das ihn an zu Hause erinnert. Ach, ist ja süß. ja, das muss ich irgendwie mal singen. Ich weiß auch nicht, wie, oh Gott, wie ich aussehe. Ich sehe so grausam aus. Ihr könnt mir ja mal Kommentar unter das Video posten zu meinem hübschen Skin. Ich hänge irgendwie immer im Boden. Ja, perfekt. Das sieht ja toll aus und so authentisch. Und ich habe jetzt gerade nicht zugehört. Halbling. Uhuhu. Was war jetzt nochmal die Aufgabe? Athletische Mitbewohner. Yeah, Footballer. Nein, wir haben schon einen Footballer. Was nehmen wir denn? Was ist athletisch? Schachspieler. Nein, nicht Schauspieler. Mann. Ja, eine Schachfigur. Keine Ahnung, vielleicht schützt das ja gut. Nee, anscheinend nicht. Okay. Ein sportlicher Mitbewohner. Was wäre das denn? Bungee Jumper. So schreibt man das nie im Leben. Squash Spieler? Yeah! Oh, bla 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 bla. Oh, Fußball, yeah. Oh, komm, wir spielen einfach mal Fußball. Squash mit einem Fußball. Ja. Gott, das sieht so schlimm aus. Ich glaube, ich muss doch wieder Maxwell nehmen. Gib mir jemanden, den ich auf Abenteuer mitnehmen kann. Und was ist das nochmal für ein Teil? Halbling. Harry Potter. Mann, wieso geht das nicht? Okay. Jan-Kit. Ja, das flatscht einfach so ein Gesicht rum. Ist normal. Ich weiß, ich kann das nachvollziehen. Okay, wer kann denn sonst mitkommen? Ein Ork. Bla bla bla. Ja, es wachsen einfach mal Bäume und ein Eisberg steht auf einmal in meiner Fresse. Normal. Dem Saxophonspieler fehlt das Musizieren mit anderen. Okay. Wen können wir denn dazu holen? Triangel. Spieler. Was? Es gibt ja eine Triangel. Okay, warte, dann holen wir einfach musikalische Person. Was so? Was ist das denn? Das war? Was ist das? Das ist doch keine Person. Okay, so geht's auch. Ich wollte ihm eigentlich einen Triangel geben, aber pff, kein Problem. Der mir beim Proben meines Textes hilft. Muse. Das sollte eigentlich männlich sein, aber egal. wie heißen nochmal die Typen, die den Text vorsagen auf der Bühne? Ich habe es gerade vergessen. Da gab es mal so ein Fachwort für. Egal. Sänger, vielleicht geht das. Popmusik. Yeah. Hi. Ja, aber die muss ja auch Texte lernen. Also kann ja sein. Gedichtvortrager. Ja, Geisterjäger, das hilft der bestimmt voll. Hi. Ich bin cool. Und du bist nicht cool. Vielleicht ein Lehrer? Hi. Mann. Was hilft der denn? Beim Proben meines Textes. Anderer Schauspieler. Wow. Kreativ. Wow, das war echt kreativ. Nicht übel. Okay. Dann let's go. Ich hätte vielleicht auch einfach Requisiten erschaffen können, aber egal. So, hallo kleiner Oppi. Eine zweite wissenschaftliche Meinung schadet nicht. Und was ist der? Wissenschaftler. Forscher. Grüner Forscher. Keine Ahnung, was es jetzt für einen Sinn ergibt. Aber das sieht einfach cool aus. Das ist ein Alien und deshalb bringt er dem jetzt alles bei. Ja, das ergibt Sinn, finde ich.
Der Cosplayer. Oh, cool. Ich möchte mit jemandem aus der Nerdkultur zusammenwohnen. Funktioniert das? Ja, Sonic! Ich will auch mit Sonic zusammenwohnen, das ist voll cool. Okay, let's go. Ich wollte gerade schon wieder hier drücken. Oh, das dauert immer so lange. Das hasse ich. Ach, guck mal, wie süß. Love. Love. Das habe ich jetzt gar nicht schlimm gesagt. Und gar nicht irgendwie falsch oder so. Yeah. Ich glaube, es wäre doch ganz gut gewesen, wenn ich hier so eine Webcam-Scheiße reingeblendet hätte. Das wäre witzig gewesen. Hihi, Kicher. Ah, ich bin voll schnell. Das mag ich voll. Wieso soll ich mit der Schaufel sprechen? Hilf Maxwell aus dem Gefängnis auszubrechen. Wieso liegen da übrigens Ostereier? Ist mir nur gerade mal so aufgefallen. Okay, das ist immer interessant. Was ist das denn für ein Typ? Ein Nerd ist gefangen. Okay. Einen Platz zum Hinsetzen. Flaches Bett. Ey, das sieht cool aus. So ein Bett will ich auch haben. Die Wache hat die Tür aufgeschlossen. Jetzt steht ein Geist im Weg. Ohne körperliche Präsenz. Wieso kann ich hier nicht durch gerade? Ich würde gern erstmal hier runtergehen. Dankeschön. Ich brauche einen Körper. Megan Fox. Ach Mann. Was können wir denn für einen Körper geben? Leiche. Böse Leiche. Oder so. Und ich habe übrigens meine Delph-Prüfung heute. Wieso? Wieso hüpft die? Wow, das sieht jetzt gar nicht merkwürdig aus. Wieso geht die Tür nicht auf? Ich wollte gerade schon sagen. Ich habe heute meine Delph-Prüfung, meine mündliche, und da habe ich voll Angst vor. Da muss ich dann halt so eine Vorstellung machen, so, Bonjour, je m'appelle Lisa, bla 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 und so. Etwas Herzhaftes. Pommes. Da, hast was. Hallo? Das ist herzhaft. Was hat der denn für ein Problem? Herzförmiger Kuchen? Ach Mann. herziger Kuchen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ey! Ja, das ergibt sehr viel Sinn, weil Kuchen so herzhaft ist. Oh, pf, ich bin so stark. Mit Kuchen kann ich alles vernichten. Yeah. Okay. Ein Betrüger, der sieht eher aus wie so ein Gentleman. Was kann ich tragen, damit die Kamera denkt, dass ich ein Polizist bin? Uniform. Da kommt immer UFO. Was ist das? Okay, dann gebe ich dir einen Uniformrock. Mann. Okay, was können wir dem sonst geben? Ja, ich sehe so toll aus. Polizei. Ja, wir können ihm auch einen Hund geben. Da. Nee. Dann halt nicht. Polizeihut, was gibt's da jetzt noch? Mütze. Ja, Hut funktioniert nicht, aber Mütze schon, oder was? Irgendwie sinnlos. Hola. Ich habe mich einfach in einen Polizisten verwandelt und habe mir einfach in 10 Sekunden ein Schnurrbart wachsen lassen, weil ich cool bin. Yeah. okay, schauen wir uns auch mal an. Ne? Hi. Hier vor mir ist so mein Haustier. Mutantenschwein. Schade. Mantarochen! Mantarochen. Was? Wieso geht das nicht? Mantarochen. Dein Haustier. Was ist denn dein Haustier? Was könnte das sein? Oktopus. Oh Gott, wieso schwabbelt der so rum? Das macht mir voll Angst. Reh. Voll komische Geräusche. Oh, nicht hier in der oberen Etage rumrennen. Hamster, total unspektakulär. Da. Hä? Ich wüsste nur mein Haus hier. Was soll das denn sonst sein? Moment, ich glaube, ich habe eine Idee. Maus? Weil der ein Nerd ist, dass er dann seine Maus vermisst? Yay! Okay, das war jetzt ein bisschen. Renn nicht weg. Schatzi Pupsi oder so. Pupsi-Maus, hahaha, schlechter Wortwitz. Meine Füße hängen im Boden. Oh, das ist sehr merkwürdig, wenn die Füße von einem im Boden hängen. Guck doch mal, wie das aussieht. Das ist grausam anzuschauen, aber egal. Nein, nein, da möchte ich schön. Wieso rennt der so komisch rum? Was macht der da? Ach, egal. Ich glaube, das muss man nicht verstehen.
Hol den Starlight aus dem Turm. Ba, ba, ba. Fede-Handschuh? Der Fede-Handschuh. Was ist das denn? Boah, das sieht cool aus. Cool. Das sieht echt interessant aus. Was ist das? Taste. Okay. Fliehe aus diesem Raum. Muss ich jetzt auf die Taste gehen, oder was? Hallo? Du könntest vielleicht auch mal drauf springen. Blub. Ah, okay. Kakao. Ich versuche jetzt mal, ob der Kakao mir helfen kann. Yeah, Kakao hat mir geholfen. Transparent. Ich will mal gucken, ob das funktioniert. Ach so, ja, stimmt. Das muss man mit Affektiv machen. Was können wir denn Cooles machen? Flut. Wieso gibt es kein Flut? Was ist das denn? Enttäuscht. Pflaum. Oh, Sisters. Ah, okay. Hat irgendwie nicht so funktioniert. Feuerlöscher. Okay, das ist jetzt sehr einfallsreich. Ich weiß, aber das ist jetzt erst egal. Weil ich habe nicht mehr viel Zeit, den Part zu beenden. Und deshalb... Ja. Wieso ist das Teil da? Das macht mir irgendwie Angst. Die verfallenen Objekten. Wow! Oh. Oh, was ist das denn? Wieso werde ich trotzdem getroffen? Ich bin transparent. In Sicherheit. Moment. Panzerweste? Ich renne einfach. Oh Gott. Oh. Puh. Was ist das jetzt? Benutzen. Ah. Wow, wieso explodiert das? Was war das denn jetzt gerade? Oh nein! Okay. Brauche ich aber erstmal den Schlüssel, denke ich mal, ne? Ja. Yeah. Und wo muss der jetzt hin? Soll ich den da jetzt reinstopfen oder was? Ich glaube kaum, dass das funktionieren wird. Was muss ich damit machen? Soll ich das Teil vielleicht erstmal wegkriegen? Den langen Weg. Okay. Kann ich das nicht einfach zerstören? Pistole. So. Was ist ein Gyrojet? Das hätte ich jetzt gerne mal ausprobiert. Nimm. Ha! Ach man. Bah! Habe ich mich gerade selber getroffen? Wie geht sowas? Ja gut, das passiert wohl. Wenn man in der Luft hängt, dann kann sowas immer mal vorkommen. Okay, dann versuchen wir was anderes, weil ich denke, das ist so ein Stahlblock. Also wird das wahrscheinlich mit Feuer funktionieren? Was? Was ist das denn? Und wie kriege ich das weg? Stehen eine Stachelkugel groß. Was? Ich kann das nicht verändern? Och man. Okay, warte, wir gucken uns erstmal den nächsten Hinweis an. Nimm den Schlüssel zur verschlossenen Tür mit. Ach nein. Danke für den überaus guten Tipp. ja, was können wir denn damit machen jetzt? Folie. Wieso gibt es keine Folie? Polster. Folie. Plastikfolie, ja, von mir aus. Wow. Das bringt jetzt überaus viel. Kann man das Teil nicht irgendwie zerstören? Oder ich schummel jetzt einfach mal. Was? Oh Mann. Ist ja mal richtig assi. Oh, ich kann die Schlüssel angreifen. Das bringt sehr viel. Wie viel Leben habe ich noch? Wo sieht man das? Ich gebe mir jetzt einen Döner. Kriegt man dann wieder Gesundheitspunkte dazu? Ich kenne mich damit ehrlich gesagt überhaupt nicht aus. Egal, wir gucken einfach mal. Nimm mal. Und jetzt Futter. Wieso? Was? Ich kann keinen Dönerspieß essen? Oh mein Gott. Das ist ja mal gemein. Aufsammeln. Jetzt rennt die da mitten durch. Oh, wer hätte das gedacht? Wie zerstört man so einen fetten Stahlball? Ernsthaft. Atombombe. Ach du Scheiße. Kann man das nicht irgendwie drehen? Nein, das wollte ich nicht. Oh Gott. Ich drücke einfach alle möglichen Tasten. Noch ein Hinweis. Warte in der zweiten Etage und benutze einen Ventilator. Was? Wieso soll ich... Hä? Das verstehe ich gerade irgendwie nicht. In der zweiten soll ich warten. Au, was? Ich bin ja einfach hochgebackt. Normal. Was ist das denn? Und der Kakao steht da immer noch rum. Hä?
Muss ich das verstehen? Und da liegt noch so ein Kleidchen rum, so ein süßes. Ach du Kacke. Oh, was muss ich machen? Bin ich einfach nur zu doof dafür? Oh. Ach du Scheiße. Gut gemacht. Ja, ich bin so toll. Ach du Scheiße. Okay, dann schauen wir mal im nächsten Part weiter, weil ich habe gerade ehrlich gesagt keinen Plan. Also bis dann. Ciao.